Supermarktläden geht, um drei Verkäuferinnen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen und den blöden, bösen Chef wegsperren, sodass sie den Laden verändern können. Aber eigentlich geht es darum, dass es eine lustvolle Geschichte ist und man kann vor allem selber mitbestimmen, wie zum Teil die Geschichte weiterlaufen soll. Also gut, vor allem Paula. Sind Sie so wollen, Sie kommen so über. Wir machen so eine Abstimmung. Wir fragen das Publikum, ganz einfach. Wir haben im ganzen Raum Mikros installiert und messen alle Abstimmungen heute mit unserem voll krassen Lärmometer zu Ihrer rechten Seite und zu Ihrer linken Seite. Es gibt ganz einfache Abstimmungen, ob rot oder blau soll gedreht werden. Aber es gibt auch einige, die wirklich irgendwie frappierende Einschnitte haben kann, zum Beispiel, dass das Stück einfach vor der Pause fertig ist. Also, wir stimmen ab. Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn Sie alle der Meinung sind, dass wir am einfachsten sparen, indem wir einfach den Laden selber putzt, dann klatscht jetzt und macht einen riesen Lärm. Los, 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 genau, 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 genau. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wenn Sie der Meinung sind, dass wir zum Sparen alle sollen Rollschuhe bekommen sollen, damit wir effizienter arbeiten können, dann machen Sie jetzt so viel Lärm, wie Sie können. Klatschen Sie ganz schön! Paula hat gewonnen. Wir fahren Rollschuhe. Willkommen im Schellschuh.